Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Wöchentlich können nun Ihre Fans lauschen, was die Ehefrauen von den beiden VfB Stuttgart-Kickern Steven Zuber und Dennis Amogo zu sagen haben, wie ihre sonstige Instagram-Präsenz vermuten lässt. Wahrscheinlich ganz schön viel. In ihrer ersten Folge geht es ums Kennenlernen. Wie bist du überhaupt Spielerfrau geworden? Fragt Mira zunächst Ina und die Spielerfrau von VfB Defensivstabilisator Dennis Amogo plaudert munter drauf los. Die Alogos haben sich nämlich im Jahr 2014 in Berlin zum ersten Mal getroffen. Vor dem Laden des Star-Friseurs Udo Walz hat es sie erwischt, zumindest Ina war sofort in Dennis verknallt, als sie ihn sah. Zu diesem Zeitpunkt kannte sie den Star-Kicker jedoch noch gar nicht. Dennis spielte damals bei VfB-Liga-Konkurrenten Schalke 04. Nachdem Ina herausfand, wer sich hinter dem attraktiven Mann verbirgt, schrieb sie ihm selbstverständlich umgehend über Instagram. Und Dennis reagierte blitzschnell. Innerhalb 2 Minuten hat seine Ima eine Antwort. Zwar hat sich Dennis erst auf den dritten Blick in sie verliebt, wie Ina verriet, doch inzwischen sind die beiden glücklich verheiratet und haben eine 3-jährige Tochter namens Pütten. Ganz anders und etwas romantischer, findet Ina, haben sich die Subös kennengelernt. Die 26-jährige Mira hat sich ihren Steven nämlich bereits mit 15 Jahren geangelt. Mein erster Freund, probiere ich es mal, dachte sich Mira in ihrer naiven Teenagerphase. Auch damals hatte der von der TSG Hoffenheim an den VfB ausgeliehene Steven Zuber bereits nur Fußball im Kopf. Mira erzählt eine Anekdote, dass ihre Mutter mal fragte, von was wollt ihr denn später leben? Dass Steven natürlich als Star-Kicker mal keine Geldprobleme haben wird, war damals natürlich nicht absehbar. Was Ina und Mira allerdings beide ärgert, viele werfen ihnen immer vor, gezielt Spielerfrau geworden zu sein, um nicht arbeiten zu müssen. So ist es natürlich nicht, wie die Influencerinnen versichern. Hören könnt ihr Spielerfrauen on Air übrigens zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder Deezer.